Hallo, mein Name ist Corinna Pum. Brille. Hallo, mein Name ist Corinna Pum. Schminken. Hast du auf Record gedrückt? Okay, passt. Was, nein? Das nicht? Hallo, mein Name ist Corinna Pum. Ich bin Schauspielerin und wohne in Wien und in Feldbach. Das ist in der wunderschönen Südoststeiermark in Österreich, im sogenannten Vulkanland. Habe eine große Sammelleidenschaft, interessiere mich sehr für Sprachen. Hello, my name is Corinna. Bonjour, je suis Corinna. Ciao bello, ciao bella. Mi chiamo Corinna. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi wa Corinna desu. Minya zavut Corinna. Jag är Corinna. Ich liebe nichts mehr, als Arbeit und Reisen verbinden zu können. Ich bin ein sehr vielfältiger Mensch und es gibt, ehrlich gesagt, nichts, was mich nicht interessiert. Ich finde es schade, wenn Figuren nur schwarz oder weiß gezeichnet werden. Ich finde es viel spannender, wenn man die Motivationen versteht, die Hintergründe versteht. Und das ist, was mich auch so anregt. Ich möchte nicht die Hülle spielen, sondern ich möchte diese Rolle oder diese Figur mit meinem ganzen Sein ausfüllen. Und das ist, ehrlich gesagt, mein Bestreben als Schauspielerin. Ich möchte nicht mein Ego vor die Rolle stellen, sondern mein Ego muss hinter die Rolle treten. Ich male sehr gerne Acryl auf Leinwand. Ich lasse die Farben ineinander fließen mit ganz viel Wasser und das bildet den Hintergrund. Und in den Vordergrund rückt meistens Landschaft, Berge, das Meer. Ich habe jahrelang ganz viel getanzt, Jazz-Tanz, Stepptanz, alles Mögliche. Ich habe eigentlich mit Tanz angefangen als Kind. Ich liebe es zu bowlen. Ich finde Bowling wahnsinnig cool. Ich mag Minigolf. Ich würde gern Golfen lernen. Bogenschießen finde ich super. Ich habe Aikido gemacht. Das ist auch das Tolle an der Schauspielkunst, dass man so viele Leben eigentlich leben kann. Und dass man so viel lernen darf. Weil jede Rolle etwas anderes erfordert und man oft sich anders für jede Rolle vorbereiten muss. Das kann eben sportlich sein, das kann musikalisch sein. Meine Lieblingsinstrumente sind Klavier und Schlagzeug. Ich liebe das Schlagzeug. Ich bin mit Percussion aufgewachsen, dank meinem Vater, der ein sehr musikalischer Mensch ist. Ich höre Techno genauso gerne. Damit bin ich, das war so meine Jugend, wie Marillion, wie STS, wie ich höre alles. Ich liebe auch die Klassik. Oh, ich liebe es, klassische Musik zu hören. Ist dann im Körper drin und dann lebt man das aus oder Rock. Ich habe ein paar Jahre in einer Deep Purple Band gesungen. Mit 18 habe ich Jazzgesang gelernt. Wenn Musik eine Leidenschaft hat, wenn Musik aus dem Herzen kommt und mich mitreißt, dann spricht es mich meistens an, glaube ich. 1988 habe ich das erste Mal gemodelt, dank meiner Mama. Die war damals auch als Model tätig. Das Problem war, dass die Mama dann jeden Tag zu hören bekam, dass ich unbedingt wieder auf den Catwalk zurück möchte. Und das ist mir auch geblieben. Es ist von mir ein ganz großes Anliegen und das finde ich ganz wichtig, dass die Menschen ihren Körper lieben und sich so lieben, wie sie sind. Weil Selbstliebe eines der Grunddinge ist, die jeder Mensch haben sollte. Weil dadurch sich sehr viele Probleme und sehr viele Konflikte lösen. Ich interessiere mich sehr für Japan, für die japanische Sprache. Ich habe 2 Jahre auf der Uni Japanologie studiert. Diese Japan-Leidenschaft kommt ursprünglich aus den 90ern von einer Anime-Serie, der sogenannten japanischen Zeichentrick-Serie. Das ist für mich ganz wichtig, in jedem Menschen das Gute zu sehen, jedem Menschen wohlwollend gegenübertreten und für das Gute und Gerechte kämpfen. Ich sammle alle Filme, ich habe wahnsinnig viele DVDs, ich glaube an die 500 DVDs. Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock finde ich super. Ja, das ist eine Leidenschaft von mir. Videos zu machen, zu filmen, zu schneiden, ist eine Leidenschaft, auf jeden Fall. Schauspiel ist für mich eine Berufung. Ich bin ein Mensch mit wahnsinnig viel Energie. Ich bin ein totales Energiebündel, würde ich sagen. Ich bin auch sehr chaotisch und auf der anderen Seite bin ich ein wahnsinniger Monk. Also ich liebe es auf der einen Seite wahnsinnig ordentlich zu sein, vor allem meistens bei anderen. Und zu Hause herrscht das totale Chaos. So ungefähr. Und in meinem Kopf ist es auch manchmal so, dass wahnsinnig viele Synapsen gleichzeitig arbeiten und ich 1000 Dinge auf einmal denke. Sobald ich auf der Bühne bin oder die Kamera angeht und ich vor der Linse bin, bin ich so bei mir und bin so im Hier und Jetzt. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Beruf so liebe.
weil er mich so in meine Mitte bringt, habe ich das Gefühl. Dann wird so ein Schalter umgelegt und dann gibt es auch keine Grenzen. Das ist eines der ganz tollen Dinge, die die Schauspielkunst oder die dieser Beruf zu bieten hat. Diese Grenzenlosigkeit. Ich bin an sich ein wahnsinnig schüchterner Mensch. Habe ich schon. Ich glaube, das war's. Oder? Ja. Gott!